Französische Verbindung und damit willkommen zurück in TransomWorld 2020 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir schauen uns ab heute das brandneue DLC East Coastway an. Das ist eine neue englische Strecke, die heute für TransomWorld für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Preis für die PC-Version beträgt auf Steam 29,99 €. Zu dieser Strecke gehört der Electrostar, das ist der Triebwagen Class 377-4. Wir beginnen mit dem ersten Szenario, welches uns von Lewes bis nach Sie fortführt und hier sollen wir halt Fahrgäste zu ihrer Fähre bringen und steigen als erstes in unser Fahrzeug ein und müssen uns als allererstes erstmal den Zug stadtklar machen, Richtungswender vorwärts und dann sollen die Fahrgäste einsteigen. Wir werfen in der Zwischenzeit einen kurzen Blick auf die Streckenkarte. Die Hauptstrecke führt von Brighton im Westen nach Eastbourne im Osten und wir befahren heute die 12 Kilometer lange Nebenstrecke von Lewes, also wir sind so in etwa in Mitte der Strecke, bis nach Seaford. So ist zumindest unser Plan, den wir haben. Wir können doch mal einen kurzen Blick auf den Bahnhof hier von Lewes werfen. Wie gesagt, der Bahnhof, wo eben diese Nebenstrecke abzweigt. Wir fahren eine Class 377-4 in vierteiliger Variante. Ansonsten ist es auch möglich, den Zug in achteiliger oder sogar in zwölfteiliger Variante zu fahren. So, wir schließen die Türen. Wir sind abfahrbereit. Signal zeigt aber noch... Das Signal zeigt doch noch... Jetzt dürfen wir losfahren. So, das hat nämlich halt angezeigt, weil ja noch der andere Zug hier vor uns abgefahren ist. Ihr habt es am Anfang gesehen. So, und während wir hier losfahren und den Bahnhof hier von Lewes verlassen. Großes Dankeschön mal an euch für die Teilnahme an der Umfrage. Es haben insgesamt 108 Leute abgestimmt, welches der beiden neuen DLCs heute zuerst gezeigt werden soll. Und es war ein sehr, sehr enges Rennen, also für diejenigen, die jetzt auf Kiel-Lübeck warten, das wird es nachher noch geben. Also es stand sowieso fest, dass zwei Videos heute kommen, eines zu TransomWorld und eines zu Train Simulator, weil ja da die Strecke Kiel-Lübeck veröffentlicht wird. Es war nur die Frage, was soll zuerst kommen? Und vielen Dank für die Teilnahme. Mit 55% zu 45% hat TransomWorld East Coastway knapp gewonnen. Also, wie gesagt, und das bei 108 Stimmen, da sieht man mal, wie groß das Interesse an beiden Eisenbahnspielen ist. Zum einen am Train Simulator und zum einen eben auch mittlerweile an TransomWorld, das ja noch lange nicht so, oder das noch nicht so lange auf dem Markt ist. Seit, glaube ich, 2017 ist das, glaube ich, veröffentlicht worden. Und ja, wirklich mega Dankeschön für so viele Stimmen, für so viele Zuschauer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. So, und jetzt haben wir hier gleich irgendwo einen, so wie ich mich jetzt hier erinnere, einen Abzweig. Ich habe das Szenario nämlich schon mal probiert aufzunehmen und da war hier irgendwo ein Abzweig, wo man halt nicht so schnell fahren darf. Das ist nämlich genau hier. Hier darf man aufgrund der Trennungen nämlich nicht so schnell fahren. 40 ist hier genau. 40 Meilen pro Stunde. Wir sind in Großbritannien. Hier wird mit Meilen pro Stunde gefahren. Und 40, das entspricht so etwa 65 Stundenkilometer, 60, 65 Stundenkilometer so in dem Dreh. Aber jetzt dürfen wir schon wieder gleich auf 70 Meilen pro Stunde beschleunigen. In diesem Triebwagen, wo wir wieder vergessen haben, das Tagfahrlicht einzuschalten, können wir auch eine Geschwindigkeitseinstellung verwenden. Das ist sowas ähnliches wie die AFB, oder was heißt sowas ähnliches, ist halt sowas wie die AFB, da legen wir hier die Geschwindigkeit fest, die wir fahren wollen und müssen dann dies hier aktivieren. Wir können das ja mal für die 70 Meilen einstellen. So, müssen wir aber jeden... stopp, das war jetzt nämlich verkehrt. Ihr seht, das ist halt eben vor allem für niedrige Geschwindigkeiten gedacht, das dauert nämlich auch schon ganz bisschen, bis wir das jetzt endlich auf 70 eingestellt haben. Na, ich zeige es euch mal, wenn wir niedrigere Geschwindigkeiten fahren. Ja, die Strecke selbst wurde 1846 gebaut. Die
die East Coast Way Strecke. Es sind zahlreiche Nahverkehrszüge auf dieser Strecke unterwegs. Es gibt Verbindungen von Brighton, vom Seebad Brighton bis nach London. Und jetzt haben wir, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir ja anscheinend eine Notbremsung bekommen. Weil, nee, 60 Meilen ist halt da vorne. Also wir haben ja eine Notbremsung bekommen. Super. Das passt ja schon mal ganz gut. Also waren wir jetzt hier irgendwo zu schnell? Oder was ist jetzt hier passiert? Aber das Zurücksetzen ist hier bei diesem Zug Richtungsfenster auf aus. So, und der musste auch auf ausgestellt werden und dann Richtungswender wieder auf vorwärts. Und dann soll das wohl schon wieder funktionieren. Zumindest wurde es so im Tutorial erklärt. Jawohl, und so funktioniert es auch wieder. Was auch immer jetzt der Grund für die Geschwindigkeits- oder für die Notbremse war. Ja, der Zug selber, ihr seht, ich habe ja gesagt Elektrotriebwagen. Ihr seht aber keine Masten, denn dieser Zug verkehrt mit Stromschiene. Also er zieht seinen Strom hier aus der Stromschiene. Das gibt es in Großbritannien sehr oft. Das gibt es in Deutschland aber relativ selten. Das habt ihr vielleicht mal bei der Hamburger S-Bahn oder bei der Berliner S-Bahn gesehen. Da fährt man ja auch mit Stromschiene. Ansonsten wüsste ich jetzt auf Anhieb keine weitere Strecke, wo auch mit Stromschiene gefahren wird. Oder gibt es da noch irgendein S-Bahn-Netz in Deutschland? Ich meine, dass wirklich Berlin und Hamburg die einzigen Städte sind, wo es noch Züge mit Stromschiene gibt. So, es kann natürlich auch sein, dass wir die Höchstgeschwindigkeit des Zuges überschritten haben, dass der wahrscheinlich nur 60 Meilen fahren darf. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. So, da vorne, jetzt dürfen wir sowieso nur 60 fahren. Brauchen wir gar nicht weiter zu beschleunigen. Weil hier nämlich die 60er-Begrenzung gleich beginnt. In 100 Yards, 3,2 Meilen sind das noch bis New Haven Harbor. Wo dann auch unsere, ich weiß gar nicht... So, hier fahren wir durch. Wir sind also ein Expresszug. Ansonsten gibt es wie immer die 5 Szenarien noch dazu, die ja mittlerweile bei jedem DLC immer dabei waren. Weiterhin natürlich auch den Fahrplanmodus. Für den Güterverkehr steht uns die Diesellokomotive Class 66 mit verschiedenen Güterwagen zur Verfügung. Und ja, die Nebenstrecke, die haben wir heute ja auch auf einen Schlag erkundet. Das heißt, im nächsten Part geht es dann mit der Hauptstrecke von Brighton nach Eastbourne weiter. So. Ja, kriegen wir immer eine Belohnung, wenn wir das Signalhorn tätigen. Und da vorne, na, diese Whispit-Signale, das heißt ja eben, dass wir, ja, diesen Taste eben betätigen müssen. Dass wir eben ein Warnsignal von uns geben müssen. So. Jetzt dürften wir eigentlich schon wieder schneller fahren, aber in 1,6 Meilen müssen wir bremsen. Ich glaube, dass diese Zwangsbremsung, ich weiß es nicht genau, ich meine, dass es an der Geschwindigkeit gelegen haben könnte, dass wir zu schnell waren. 9.12 Uhr, also in knapp 4 Minuten sollen wir schon in New Haven sein. Das heißt, Zeit haben wir eigentlich genug, dass wir jetzt hier nicht hetzen müssen. Ja, die Strecke verbindet halt Badeorte, gerade Seebad Brighton, sehr bekannt. Und Brighton ist vielleicht einigen Spielern in der Eisenbahnszene auch ein Begriff, denn richtig für den Railworks Train Simulator gibt es die Strecke von London nach Brighton und von, ich glaube, für den MSDS gab es diese Strecke auch. Also das, wenn man so ein bisschen länger diese Eisenbahnspiele spielt, hat man sicher schon mal das Wort Brighton gehört, wenn man sich für die englischen Strecken interessiert. Wir können ja auch Zugsicherungssysteme nutzen, AWS und DRA, das lässt sich auch einschalten in diesem Zug. Aber wie gesagt, das Tutorial, also das Training zu diesem Zug, beschränkt sich auch wie oft auf das Nötigste. Das heißt, wie starte ich den Zug, wie bringe ich den Zug zum Fahren, wie bringe ich den Zug zum Anhalten. Das sind immer so die Schwerpunkte des Tutorials und so ist auch dieses angelegt, aber... Immerhin ist im Tutorial auch ein Richtungswechsel mit beinhaltet. Das heißt, da muss man den Zug halt vom Betriebswerk in Brighton zum Bahnhof bringen und vom Bahnhof Brighton dann mit dem Zug zur ersten Station fahren. Also ist schon sehr, sehr interessant. Hier kommt es schon der nächste Zug entgegen. Ich denke mal, auf der Strecke werden wir auch wieder viel Spaß haben und... Ja, nochmal zurück zu eurer Umfrage. Die war wirklich, also
Ich war wirklich begeistert, wie viele daran teilgenommen haben. Ich hatte es zwischenzeitlich, weil ja die Ergebnisse so recht eng beieinander liegen, schon überlegt, ob ich vielleicht einen Livestream mit beiden Sachen mache, weil die Interessen wirklich fast annähernd gleich sind. Und ja, und habe vorhin die Szenarien gesehen, wo ich das installiert habe. Ich habe natürlich auch das Training zu diesem Fahrzeug erst gespielt und habe mir dann gedacht, naja, Szenarien, als ob mich DTG gehört hätte. Bei den Szenarien, das ist ja perfekt, denn dieses dauert ja gerade einmal 15 Minuten. Das ist ja wirklich fast schon die perfekte Zeit. Davon soll ich anhalten, wo wir hier gerade durch einen Bahnhof fahren. Das sieht ihr mal, wie kurz die Abstände sind. So, und da vorne ist auch ein haltzeigendes Signal. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen auf Annäherung fahren. Ich möchte jetzt kein haltzeigendes Signal überschreiten. Es scheint direkt so am Bahnsteigende zu liegen. So, eine Minute haben wir noch Zeit. Aber das Spiel hier, also Trains of Wild, ist ja, was das Thema Verspätungen angeht, ist im Moment zumindest extrem großzügig. Denn man kann sich selbst Verspätungen von bis zu 5 Minuten erlauben und ohne, dass es hier irgendwelche Konsequenzen hat. Der Train Simulator ist ja dann gerade in seinen Karriere-Szenarien viel, viel, viel strenger. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rechtzeitig halten. Das ist nämlich, oh, hier haben wir wieder mal so ein Beispiel, sehr, sehr eng gelegt hier, der Haltepunkt, wo wir stehen sollen. Sehr, sehr eng vor das Signal gesetzt, ja, vielleicht eine halbe Wagenlänge noch. Hier sollen wir jetzt halten. Aber wir zählen ja auch die... Ihr wisst es, wenn ihr das Spiel kennt. So, wir sind angekommen in New Haven Harbor. Und müssen wahrscheinlich jetzt als erstes die Türen freigeben. Oder auch nicht. Ja, wir sind doch angekommen. Was ist jetzt? Ja, natürlich, wollte ich doch gerade sagen. Türen geben wir auf der linken Seite frei. Wir können uns auch hier nochmal etwas umschauen. An diesem... wunderschönen Bahnhof. Hier steht unser Zug. So. Und wir sind... Sind wir schon am Hafen? Ja. Oder es kann auch sein, dass wir hier vor noch fahren. Hier wartet nämlich schon das erste Schiff, was dann wahrscheinlich in Richtung Frankreich ablegen wird. Kann natürlich sein, dass wir noch an das Schiff bis an diese Mole heranfahren. Ich habe jetzt vorher nicht ins Aufgabenlogbuch geschaut. Ja, Türen können wir schon wieder verriegeln. Sehr, sehr enge oder sehr, sehr kurze Aufenthaltszeiten, Fahrzeiten selber finde ich von der Zeit her okay. So, aber Signal zeigt immer noch Halt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt abfahren dürfen, müssen wir ohnehin warten, bis das Signal umschaltet. Nein, wir kriegen schon die Auswertung. Das heißt, das war es schon mit dem ersten Szenario. Das ist ja wirklich sehr, sehr kurz heute gehalten. Ja, wir haben die Goldmedaille bekommen und ja, das ist ja wirklich eine extrem kurze Fahrt. Ich hatte erst überlegt, ob ich in Brighton anfange, aber habe dann das kurze Szenario gesehen. Also 15 Minuten waren angegeben, 13 sind jetzt um, dann hätten wir gar nicht so hetzen müssen. Aber vielleicht konntet ihr euch schon einen ersten Eindruck zumindest von diesem Fahrzeug machen. Da können wir die restliche Zeit noch nutzen und ich kann euch nochmal die anderen Szenarien zeigen, die hier dazugehören. Und dann schauen wir mal. Ihr könnt euch ja auch eines der Szenarien wünschen. So, es gab natürlich mit der Veröffentlichung des DLCs wieder ein Update für Trainsim World. Unter anderem wurde ja das eine Szenario jetzt bei der Rusik oder bei Rhein-Ruhr-Osten behoben. So, wir haben das Szenario gespielt. Dann hätten wir hier eine Verbindung von Eastbourne wieder nach Lewes. Dann hätten wir ein etwas schwierigeres Szenario. Hier bei diesem Szenario würden wir von Brighton dann über die komplette Strecke fahren. Und auch bei diesem von Lewes wieder zurück nach Eastbourne. Und ja, also einmal eben Güterverkehr, beziehungsweise sind wir mit der Class 66 unterwegs. Und die anderen vier sind Personenzug-Szenarien. Ja, wir können auch nochmal in den Fahrplanmodus schauen, dass wir uns da nochmal umsehen. Hier können wir wählen und schau einer an. Hier werden sogar die Lokomotiven der Northern Transpennine Strecke unterstützt. Das wusste ich vorher noch nicht, denn die Northern Transpennine ist ja in Trainsim World 2020 schon dabei. So, das heißt, wir können hier eben klassisch mit dem Triebwagen Personenzugfahrten machen. Hier wahrscheinlich dann eher Güterzugfahrten. Wir gucken einfach mal rein. Ja,
Hier machen wir Güterzugfahrten mit der Class 66. Und jetzt interessiert mich das, was wir mit diesen Loks hier machen. Hier, was ist das? Fahren Sie den Abschnitt East Coastway Zugstrecke durch das... Okay, steht jetzt nichts Konkretes dabei, ob das jetzt Güter- oder Personenverkehr ist. Und hier ist das genau dasselbe Szenario. Also liegt der Schwerpunkt ganz klar halt auf der Lokomotive und auf diesem Zug. Und auch hier seht ihr das, viele verschiedene Zugverbindungen, die man ja alle abfahren kann. Also hat denn mal jemand im Fahrplanmodus alle diese Fahrplanfahrten mal gemacht bei einer Strecke? Falls ja, schreibt es in die Kommentare, wie lange hat es gedauert und hat es dann noch Spaß gemacht? Das würde mich interessieren. Wer von euch hat mal bei einer Strecke, egal ob vom Basisspiel oder von einem DLC, wer von euch hat alle Fahrplanfahrten absolviert? Das wäre mal sehr interessant. Natürlich gibt es ja auch noch das Training, was hier dazu gehört. Das ist ja die Einführung, wo man als Fahrgast mitfährt, ein kurzes Stück. Das habe ich vorhin gespielt, bevor ich die Aufnahme gemacht habe. Und die Class 66 werde ich mir anschauen, bevor wir mit diesem Szenario anfangen. Ja, und das war's dann für heute auch schon. Ein relativ kurzes Video für eine neue Strecke, aber im nächsten Video geht es dann weiter. Und für diejenigen, die auf Kiel-Lübeck warten, ja, ihr müsst nicht mal lange warten, sag mal vielleicht, ja, vielleicht eine Stunde, und dann geht es auch damit los. Ich danke euch erstmal bis hierhin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.